Das ist er, der Peugeot 108, der neue Peugeot 108, muss man sagen. Gegenüber seinem Vorgänger soll sich einiges geändert haben. Und was das genau beim kleinsten Franzosen ist, das gucken wir uns heute mal ganz genau an. Denn er ist ganz frisch zu uns aus Frankreich gekommen. Wir schauen mal, was unterscheidet ihn von seinem Vorgänger. Zuallererst einmal der Name, denn der Vorgänger hörte noch auf den Namen 107. Dieser war in den meisten Fällen ein echtes Vernunftauto, meist als Zweitwagen in der Stadt unterwegs. Auch beim neuen 108 wird die City sein vorrangiges Einsatzgebiet bleiben, allerdings mit einem Schuss mehr Lifestyle. Der kleine Peugeot gibt sich wendig und übersichtlich. Der Innenraum wirkt hochwertiger als der vieler anderer europäischer und japanischer Kleinwagen. Auf Wunsch lässt sich der 108 mit allerlei Optionen ausstatten, dass man fast vergisst, in einem Kleinwagen unterwegs zu sein. Der Babylöwe hat noch zwei Verwandte, mit denen er sich die technische Basis teilt. Der Citroën C1 und der Toyota Aygo sind die beiden Brüder. Stellt sich die Frage, ist der 108 wirklich ein echter Peugeot? Selbstverständlich ist es ein echter Peugeot, ganz klar. Das sieht man ja nicht nur an dem wunderbaren Löwen, der hier zu erkennen ist, an dem Schriftzug. Nein, man muss sich die gesamte Frontpartie anschauen und erkennt, dass das ein ganz typisches Peugeot-Markendesign ist. Beim Heck übrigens genauso, wenn man sich die Leuchtengrafik der Rückleuchten anschaut. Die trägt auch typische Elemente der Peugeot-Markendesign-Sprache. Mit diesen Löwenkrallen könnte man sagen, diese 3D-Grafik, die man auch bei anderen Modellen hat, findet sich ebenfalls hier beim 108. Also es gibt eine ganze Reihe von typischen Design-Codes, die der 108 hat, die typisch Peugeot sind. Wir sehen hier eine Variante mit der Zweifarbenlackierung. Das ist eine Spezialität, die es eben nur beim Peugeot gibt. Ansonsten gibt es verschiedene Dekors für Karosserie und Interieur. Und darüber hinaus kann man dieses Auto noch viel mehr als sein Vorgänger mit verschiedenen Dingen ausstatten, die durchaus luxuriös sind, für andere Klassen typisch sind. Zum Beispiel Keyless Go System. Wir haben einen großen Touchscreen, Mirrorlink System. Wir haben eine Rückfahrkamera, die man auf Wunsch haben kann. Und dann gibt es ja schließlich eine weitere Karosserievariante. Es gibt nicht nur den 3- und den 5-Türer, sondern es gibt auch die Variante Top mit einem großen elektrisch betätigten Stofffaltdach, das in drei verschiedenen Farben lieferbar ist. Zwei Motoren stehen zur Wahl. Das Basistriebwerk leistet 68 PS, der stärkere Dreizylinder mit 82 PS sorgt für mehr Fahrspaß. Er klingt dabei sogar recht kernig. Mit Verbräuchen zwischen 4 und 5 Litern sind beide wirklich sparsam. Beim Fahrwerk gibt es nichts zu meckern. Der kleine Löwe bügelt Kanaldeckel und Schlaglöcher in der Stadt gut weg. Auf zügigen Überlandfahrten gibt er dem Fahrer genügend Rückmeldung. Mit dem neuen 108 zeigt Peugeot, wie ein Kleinwagen heutzutage aussehen sollte. Er ist wendig, er ist auch sehr individualisierbar, also das heißt, man kann ihn absolut nach dem eigenen Geschmack gestalten. Tja, das Ganze dann noch in sicher und sparsam und mit 8.900 Euro ist das Auto durchaus bezahlbar. Musik.